Moin Moin und Grüß Gott hier aus unserem Mediakeller in Minden. Mein Name ist Steffen Hartlieb von der Firma GS Terrassenmontagesysteme und ich möchte Sie heute mitnehmen und Ihnen die Systemmöglichkeiten zeigen, die wir bieten zum Thema Entwässerung und Belüftung Ihrer Terrasse. Wie alle anderen Systemteile, die wir Ihnen in unseren ganzen Montagevideos vorstellen, sind unsere Systeme für die Entwässerung und Belüftung Ihrer Terrasse selbstverständlich systemfrei. Das heißt, wenn wir heute über Entwässerung und auch Flächenentwässerung und Belüftung sprechen, ist das nicht gekoppelt an unser System. Das heißt, egal welches System Sie einsetzen, egal auf was Sie aufbauen, ob auf ein Alu-System, ob Sie das nachträglich in die Fläche einbauen wollen, unsere Rinnen, unsere Flächengullis, die wir Ihnen vorstellen, sind im Grunde nicht systemgebunden. Das heißt, es ist völlig egal, ob Sie wiederum Dielen verarbeiten, ob Sie Platten verarbeiten. Alles mit diesem System. Sie können auf dem Boden aufbauen, Sie können verschrauben, Sie können mit Clips auf ein System clipsen. Alles das bieten unsere Systeme. Immer ganz wichtig, Entwässerung, aber nicht gebunden an System. Trotzdem ist das Thema Entwässerung ein sehr, sehr wichtiges Thema. Warum, erkläre ich Ihnen gleich in unseren Videos. Ja, liebe Kunden, Thema Entwässerung. Ein sehr, sehr wichtiges Thema für die Terrasse. Warum? Entwässerung und Belüftung Ihrer Terrasse erhöhen die Lebensdauer der Produkte, schützen, und ich denke, jeder, der schon mal einen Wasserschaden hat, weiß, wovon ich rede, schützen vor sehr, sehr teuren und nicht wieder rückbaubaren Beschädigungen der Terrasse oder natürlich eben halt auch des Bauproduktes, in dem das Wasser eindringt. Und es ist im Grunde noch ein anderer Punkt sehr, sehr wichtig, und zwar ist es letztendlich, dass das Wasser vernünftig abgeführt wird, weil wenn Sie Wasser nicht vernünftig abführen, dafür hat Ihre Terrasse die Fugen, dafür haben die Platten die Fugen, genau dafür ist das da. Wenn Wasser nicht vernünftig abläuft, dann haben Sie das Problem, dass je nach Oberfläche der Platten, der Dielen, was auch immer Sie verarbeiten, das Wasser stehen bleibt. Und wenn Wasser stehen bleibt, wissen wir alle, ist es völlig egal, ob das ein Weg ist, ob das eine Terrasse ist, ob das ein Balkon ist, bilden sich im Grunde genommen Verschmutzungen. Verschmutzungen, die natürlich wieder abwaschbar sind, die man immer wieder reinigen kann. Aber es gibt auch Verschmutzungen, je nachdem, wie viel Laub und wie viel Grünflug man hat, in welchen Terrassen, die je nach Terrassenmaterial, was man einsetzt, irgendwann dazu führen, dass Terrassen, zum Beispiel im Bereich Holz, unansehnlich sind. Erhöhter Reinigungsaufwand, Gefahr, dass im Grunde genommen Ihre Produkte der Oberfläche entsprechend verschmutzen. Und Verschmutzung ist im Grunde auch immer wieder das Thema, wenn wir über Rutschfestigkeiten reden. Ja? Das heißt, wir haben auch mittlerweile eine neue Produktgruppe, die wir Ihnen in den Videos auch noch vorstellen werden, bezüglich der Rutschfestigkeit und wie man die nachträglich bei allen Terrassen entsprechend wieder verbessern kann. Aber Fakt ist, eine Terrasse, die verschmutzt ist, die Dreck und alle anderen Sachen in den Fugen hat, der Dielen, im Grunde genommen in allen Bereichen, birgt die Gefahr, dass sie ausrutschen können. Und ich glaube, auch das hat jeder schon gemerkt, egal ob Holz, egal ob Sie eine rutschfeste Platte haben, die einen R12 hat, es ist völlig egal. Wenn Ihre Terrasse verschmutzt ist, die nicht gereinigt ist, dann rutschen Sie aus. Dann ist die Gefahr des Ausrutschens groß. Das bedeutet eine hohe Unfallgefahr, weil man kann sich wirklich schwer verletzen. Und bei einem Treppensturz können natürlich auch schlimmere Dinge passieren. Das will ich damit nicht andeuten. Es geht nur darum, bitte, bitte, ein perfekter Wasserablauf auf Ihrer Terrasse gibt Ihnen im Grunde genommen die Sicherheit, dass letztendlich an den Bauprodukten, in die Wasser einziehen kann, wie Fassaden, wie Türen, dass es da nicht reindrückt. Und im Grunde genommen auch für den Verschmutzungsgrad Ihrer Terrasse, also den Abfluss, und letztendlich die verminderte Unfallgefahr und natürlich auch die Optik und die Beschädigung der Belege. Alles das vermindern Sie, indem Sie von vornherein einplanen, bitte Terrassen vernünftig entwässern. Mittlerweile haben wir auch das Problem, das kennt auch jeder, und das ist wahrscheinlich, so wie es aussieht, wird es auch nicht besser. Gibt es nicht mehr den vor 50 Jahren schönen Sommerregen, der über 2 Tage dann ein bisschen genieselt hat, ja, wo die Dinge im Grunde genommen dann vernünftig ablaufen konnten. Heute ist das so, und das sieht man dann oft, wenn entsprechende Entwässerungssysteme kollabieren, dass Regen, der sonst in einem Monat fällt, in einer Stunde fällt. Und das fällt dann auch auf Ihre Terrasse. Und dann im Grunde fangen die Probleme an. Sprich, auch da muss man sich den Gegebenheiten anpassen, und ich kann Ihnen immer wieder nur empfehlen, egal welche Terrasse Sie bauen, egal was Sie im Grunde machen wollen, und Sie haben einen teil- oder nicht überdachten Bereich,
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Fassade, ja, und im Grunde auch vor allen Dingen die Tür-, Ein- und Austritte entsprechend gesichert sind durch Eindringen von Wasser. Und das erreichen Sie, indem Sie, dafür gibt es ja schon Gitterroste, es ist ja nicht so, dass dieses Thema nicht entsprechend schon angeboten wird, auch von vielen, vielen anderen Herstellern. Aber letztendlich ist es ein immer wichtiger werdendes Thema, nicht nur die Entwässerung, ja, sondern eben halt auch die Belüftung Ihrer Terrasse. Heute ist es so, und das merken wir auch alle wieder, deshalb ist der Terrassenbau ja auch mittlerweile ein entsprechender Boomfaktor, dass Sie wesentlich mehr Sommertage haben, ja, also dass Sie draußen sitzen können, die Temperaturen entwickeln sich nach oben, was natürlich aber auch wieder ein Problem mit sich bringt für die Belege. Das heißt, die Aufheizung der Belege, die Flächentemperaturen und das, was darunter dann eben halt auch immer wieder passiert, das führt ja dann zu den entsprechenden Problemen, wenn Sie nicht vernünftig gebaut haben. Diese Gefahr erhöht sich. Das heißt, je höher die Flächentemperatur und je nachdem, was Sie für ein Material haben, erhöhen sich im Grunde genommen die Temperaturen der Produkte und letztendlich eben halt auch das, was drunter ist. Und von daher auch dafür sorgen, dass eine Terrasse entlüftet ist. Weil wir haben gelernt, ein vernünftiger Rahmenbau oder überhaupt der vernünftige Aufbau eines Fundamentes ist erstmal entscheidend für die Langlebigkeit Ihrer Terrasse. Und der zweite Punkt, der Belag natürlich auch, ist auch klar, aber der zweite Punkt, der dann kommt, ist die entsprechende Entwässerung und Belüftung. Und wenn die nicht gegeben ist, dann kennt jeder, der schon lange in dem Bereich Bau oder Holz oder Baustoff arbeitet, dann kann es zu Riesenproblemen mit ihren Belegen kommen. Vor allen Dingen Dielen sind für solche Dinge sehr, sehr anfällig. Bei Platten ist das noch was anderes, weil die eine ganz andere Materialstruktur haben, fester sind. Aber deshalb nochmal der Hinweis, Entwässerung ist ein wichtiges, wichtiges Thema. So, jetzt möchte ich Ihnen aber zeigen, was ist denn der große Unterschied zwischen uns und anderen oder zwischen unseren Produkten und anderen Produkten. Also, grundsätzlich haben wir das Thema Entwässerung nicht erfunden. Wir haben es nur im Grunde so adaptiert, dass, wie Sie das auch von unseren anderen Systemteilen und von unseren anderen Produkten kennen, wir produzieren Profiqualität. Und Profiqualität geht immer davon aus, dass ein Systemteil mehrere Funktionen hat oder auch überall so montiert werden kann, wie es im Grunde genommen auch montiert werden muss, weil ich hatte Ihnen gestern schon erzählt und auch in anderen Videos zeigen wir das und das können Sie sich auch auf jeden anderen, auf allen Baustellen angucken. Diese schönen bunten Bilder, wo Sachen alles so immer super ineinander passen, sind nicht die Realität auf Baustellen. Die Realität auf Baustellen sind immer andere. Sie haben immer eine weglaufende Wand, nicht immer, aber fast immer. Sie haben die Rücktritte, die Rücksprünge, die Niveaus, also das ist immer das, wovon wir reden. Terrasse ist Champions League und vor allem die Unterkonstruktion. Und deshalb legen wir so viel Wert darauf, weil wir nur Profis für das sind, also für die Unterkonstruktion, dass Sie damit auch vernünftig bauen können. Und zwar auch, wenn das Maß der Bauzeichnung abweicht von dem, was Sie dann vorfinden. Auch dann müssen Sie oder sollen Sie entsprechend qualitativ bauen können. So, also Eintritte von Türen. Warum ist es wichtig dort, wenn wir in einem barrierefreien Übergang sind, und das ist eigentlich mittlerweile, wird das überall so gebaut, das heißt, Sie kommen aus Ihrer Hebeschiebetür nach draußen, Sie haben oftmals keine Trittstufen mehr, natürlich rollstuhlgerecht, altersgerecht, und deshalb sind diese Elemente barrierefrei. So, und da haben Sie schon mal ein wirklich wesentliches Problem. Das heißt, Barrierefreiheit, natürlich gibt es tolle Dichtungen mittlerweile, auch die Türindustrie hat da sehr, sehr viel getan, aber trotzdem ist es so, würden Sie in diesen Bereichen keine Entwässerung einbauen und haben teilüberdachte oder gar nicht überdachte Flächen, das heißt, das Wasser kann im Grunde genommen einfach reindrücken, dann ist es so, dass bei starkem Regenfall im Grunde es gar nicht darum geht, dass letztendlich das Wasser fällt, sondern das Wasser durch Wind baut entsprechend eine Säule auf und durch den Druck, der dann von vorne kommt, kann es durch die Türdichtungen je nach Belastung in ihren Innenraum reindrücken. So, haben Sie da Parkett oder andere Sachen, können Sie sich vorstellen, wovon wir reden, wenn das immer wieder passiert. Geht ja nicht nur um einmal, sondern nochmal, man baut ja eigentlich für eine sehr, sehr lange Zeit. Also das ist erstmal grundlegend das Wichtigste, was Sie haben bei barrierefreiem Bau, teil- oder nicht überdachte Terrassenfläche, wenn das Wasser in ihre Tür reindrücken kann, dann bitte, bitte bauen Sie eine Entwässerung, dass das Wasser nicht die Chance hat, sich dort aufzubauen, sondern entsprechend abgefördert wird. Zweiter Fall, Fassade, genau dasselbe, je nachdem, wo Ihre Drainage endet und wie Ihre Terrasse Wasser aufnimmt. Auch da ist es bei langen, langen Seiten und wenn Sie aufgeständert arbeiten und Wasser dann über die Platten oder die Belege in die Fassade sich reinziehen kann, haben Sie auch wieder ein Problem. Also auch da am besten entwässern. Und deshalb nennt man dieses Produkt sogenannte Entwässerungsrinnen.
Wir bauen im Grunde nur Entwässerungsrinnen für die aufgeständerte Bauweise. Natürlich haben wir auch Produkte, wo man dann mit einer Unterrinne und der Rinne zusammen, ja, wo man dann mit der Unterrinne zusammen das auch auf Schotter und andere Sachen legen kann. Aber diese Produkte, also diese technisch hochwertigen Fassadenrinnen, die wir hier haben, deshalb heißt es Fassadenentwässerungsrinne, sind im Grunde genommen nicht zu vergleichen mit einem, ich sag mal, gestanzten Blechteil, was Sie oftmals in Ihren Garten bauen, ja, wo dann in einer Fläche mitten rein entwässert wird. Das sind völlig andere Produkte. So, um auch mal über das System zu sprechen. Also, da nicht jeder Eintritt gleich ist, da nicht jede Fläche gleich ist, haben wir erstmal verschiedene Varianten. Das heißt, wir haben eine Breite von 60 mm, wir haben eine Breite von 100 mm, wir haben eine Breite von 150 mm und haben ab diesem Monat auch eine Breite von 200 mm. Das heißt, je breiter entsprechend die Rinne und umso intensiver das Lochbild, umso besser die Wasserabförderung. Also, hier holen wir sie schon mal ab, indem sie 3 verschiedene oder 4 verschiedene Maße kaufen können. Und natürlich auch von der Höhe haben wir eine Rinne, die auch 26 mm hat. Sprich, wenn wir jetzt wieder von dem Standard-Dielenmaß 20, 22 mm ausgehen, haben Sie natürlich dann mit so einer Rinne, wenn die auf dem Alu direkt gebaut wird, den Vorteil, dass Sie im Grunde nicht groß ausgleichen müssen. Aber auch dazu haben wir Produkte, das zeigen wir Ihnen gleich. Das heißt, mit diesen Produkten haben Sie eine sehr, 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 sehr gute, erreichen Sie eine sehr gute Entwässerung. Ja, liebe Kunden, frei nach unserem Motto, Versuch macht klug, möchten wir natürlich nicht nur über unsere Produkte reden oder Ihnen bunte Bilder zeigen, sondern wollen Ihnen hier einfach mal demonstrieren, wie stabil unsere Rinnen sind. Ja? Also das heißt, welche Maximalfundamentabstände kann ich überbrücken, wenn ich so eine Rinne einsetze, weil wir stehen für Profiprodukte. Für uns ist es im Grunde genommen sehr, sehr wichtig, dass die Produkte, die wir herstellen, eben immer auch für den öffentlichen Bereich einsetzbar sind. Ja, und ganz, ganz wichtig, gerade beim Rinnen, wenn wir über den Transfer reden, also den barrierefreien Transfer, sprechen wir ja auch von Rollstühlen, wir sprechen von Krankenbetten, wir sprechen von Rollatoren und anderen Dingen, die natürlich auch dann, wenn sie über so eine Rinne drüber rollen mit entsprechendem Gewicht, darf sich die Rinne natürlich nicht verbiegen oder darf im Grunde genommen irgendwelche Nuten bilden, wo dann drüber gestolpert werden kann. Also von daher möchten wir Ihnen das einfach mal zeigen. Und grundsätzlich bei Alurinnen, was wir Ihnen vorhin auch gezeigt haben, ist natürlich der Vorteil, eine Alurinne können Sie leicht schneiden. Das heißt, alle Anschlüsse, die Sie irgendwo haben im Bereich von Türeintritten, ja, oder Türaustritten, von Nischen, die ja im Grunde nie dieselbe Tiefe haben, ja, das ist das, was wir meinen. Es wird immer in bunten Bildern wird immer gezeigt, dass diese Nische immer 150 hat oder 100. Das stimmt ja so gar nicht. Ja. Das heißt, Sie haben immer das Problem, dass ein Rollladen runterläuft, dass im Grunde genommen irgendwo noch ein Pfosten ist, wenn Sie mit der Rinne, gerade über alte Türen, die nicht neu gebaut werden, bei Renovierung bauen wollen. Und deshalb ist es wichtig, Sie können das hier ausklinken, Sie können im Grunde schräg schneiden, Sie können es rund schneiden. Also Sie können diese Rinnen anpassen aus Aluminium und das ist ein sehr, sehr großer Materialvorteil gegenüber Edelstahl oder natürlich auch Gitterrosten, weil die können Sie mal gerade nicht irgendwie so sägen. Die kann man sicherlich auch bearbeiten, aber der Aufwand ist höher. Außerdem müssen wir dazu sagen, dass unsere Rinnen lieferbar sind bis 4 Meter. Das heißt, sie müssen nicht gestückelt werden. Sie können, gerade wenn Sie eine lange Hebeschiebetür haben oder eine lange Fassade, haben Sie so wenig Stöße wie möglich. Und die Stöße werden dann mit Verbindern, das haben wir Ihnen gezeigt, genau dieselben Verbinder, die Sie haben, wenn Sie die Rinnen aufbauen, werden die verbunden von der Seite. Und somit haben Sie auch einen entsprechend optisch sehr, sehr guten Anschluss. Also, Aluminium ist ein Top-Material, um solche Entwässerungsfassadenrinnen zu installieren. So. Wir fangen jetzt mal mit unserer kleinsten Rinne an. Wir haben hier unsere 60er Rinne und gehen im Grunde mal auf einen Fundamentabstand, also diese beiden Balken, da machen wir jetzt mal das Fundament. Hier ist jetzt nicht entscheidend, ist es jetzt der Balken, ist er so hoch, ist er so hoch. Wir wollen einfach nur simulieren, wenn ich jetzt hier drauf stehe, wie stabil diese Rinne ist, bei entsprechendem Abstand, um Ihnen die Qualität zu zeigen, gegenüber anderen Blechen oder anderen Dingen, die im Grunde das nicht können. Ja, und das ist Ihre Entscheidung, was Sie einsetzen. Aber ich gehe jetzt hier mal auf einen Abstand von 60. So, stelle mich auf die Rinne mal drauf und Sie sehen, es passiert nicht wirklich viel. Im Gegenteil, eine gewisse Durchbiegung ist da. Die kann man natürlich verringern, indem man weiter zusammengeht. Gehen wir einfach mal auf ein Maß von 56. Ja, also Sie sehen, es ist keine Durchbiegung oder wenig Durchbiegung vorhanden. Jetzt ziehen wir mal die 100er Rinne.
gehen dann mal natürlich weiter auseinander, weil die natürlich stabiler ist, also mehr Material hat. Gehen wir einfach mal auf 75 mm vom Fundament her. Auch hier sehen Sie entsprechende Stabilität. Im Übrigen sind 75 mm auch das, was wir für unsere 100er und 150er Rinne angeben. Ja, auch da ist, sehen Sie jetzt, ich stehe auf dieser Rinne. Hier geben wir mal extrem, wir gehen mal auch auf einen Meter oder auf 95, um Ihnen mal zu zeigen. Ja, da muss man dann schon ein bisschen aufpassen, aber Sie sehen, wenn ich hier bei 75, 80 mit dieser Rinne in den Fundamenten arbeite, ist die Rinne stabil. Ein weiteres Top-Produkt aus unserer Linie Entwässerung sind unsere sogenannten Entwässerungsflächengullis oder im Grunde Entwässerungsedelstahlbleche, in dem Fall Edelstahl, bezüglich der Steifigkeiten. Das kann man aus Alu nicht produzieren, das Material wäre zu stark und hätte zu viel Durchbiegung. Deshalb ist, und das muss man auch nicht unbedingt sägen, sondern hier in dem Fall, wie gesagt, ist es, haben wir verschiedene Produkte dafür, 30-30, 40-40, 60-60 und 40-60, sodass diese eigentlich auch wiederum in alle Belege eingebaut werden können. Platten, Dielen, je nach Breite, können Sie auch hier, dort wo Abflüsse sind, wo Sie immer mal schnell ran müssen, Schächte bei Pools, auch als entsprechendes Gitterrost bei einer Pooldusche, was immer Sie im Grunde vorhaben, diese Edelstahlroste hilft Ihnen dabei, auch hier die entsprechende Entwässerung zu gewährleisten, ist dann wieder schnell abnehmbar, also reversibel, weil Sie im Grunde zeigen, wie von den Befestigungsmöglichkeiten her entsprechend natürlich entweder ein System abgelagert ist oder Sie aus unserem Pfostensystem, wie wir es auch für die Rinnen haben, sich natürlich in jedes System, ist völlig egal wo, Sie können es auch nachträglich, gerade bei Platten kann man nachträglich diese Sachen überall mit einbauen. Dieses Produkt ist 18 mm hoch, hat eine entsprechend dicke Wandstärke und kann dann auch auf vorhandenen Alusystem mit einem Halter aufgeschraubt werden, der im Grunde vorne und hinten auf das Alu geschraubt wird und somit können Sie die Platte einlegen und durch ein Klebeband, was drunter kommt, kommen Sie dann immer auf eine Maximalstärke von 20 mm. Haben Sie höhere Platten oder müssen Sie höher ausgleichen, bieten wir auch wie bei den Rinnen entsprechende Ausgleichsklötze an und diese Ausgleichsklötze gibt es dann als Sets, 2 mm, 3, 4, 5, 10 und somit können Sie auch, wenn Sie die übereinander legen und entsprechend auf dem System verschrauben, den Höhenunterschied wunderbar einrichten, egal welche Aufbauhöhen Sie haben. Also auch dieses Produkt völlig systemunabhängig, egal ob Sie unsere Füße, unsere Pfosten, unser System einsetzen, Sie können diese Flächen Edelstahlroste entsprechend überall einsetzen, wo Sie sie gerne haben möchten. Ja, die Befestigung von Rinnen oder von Edelstahlrosten. Also grundsätzlich ist es bei uns so, dass wir zwei Systempfosten haben. Diese Systempfosten kommen auch nicht nur zum Einsatz bei unseren Rinnen, sondern natürlich auch bei anderen Produkten. Aber diese Pfosten, wie Sie hier sehen, haben innen zwei Schraubkanäle. Und mit diesen Schraubkanälen können Sie wieder dann mit unserem entsprechenden Bohr- oder Senkkopfschrauben 4,8 oder 5,5 alles darauf befestigen, was Sie wollen. Ja, und in dem Fall, wenn wir zum Beispiel Rinnen in ein System einbauen wollen, wo Sie keine Möglichkeiten haben, es zu befestigen. Oftmals sind Rinnen ja nur im Eingangsbereich entsprechend montiert, dann wird ein Kellenschlag drunter gemacht oder entsprechende Unterrinne drunter gesetzt. Aber immer dann, wenn es in andere Bereiche geht, ist es sehr, sehr schwierig, Rinnen einzusetzen. Und deshalb haben wir diese Pfosten und wir haben für diese Pfosten im Grunde genommen dann entsprechende Halter. Diese Halter haben wir hier auch schon mal aufgeschraubt auf einem Alu-System. Wir haben hier auch auf dem Alu-System schon mal aufgeschraubt die Ausgleichsklötze, wo Sie im Grunde einstellen können, was Sie wollen. Auch hier einfach mit den Schrauben, die dann entsprechend in der Oberfläche nicht stören, können Sie das aufbauen. Wir haben natürlich für unsere Rinnen auch wiederum einen Klickadapter. Das ist dann auch der Klickadapter, den Sie zum Beispiel einsetzen, wenn Sie Alu auf einen Stellfuß setzen. Der passt dann auch wieder auf unsere Stellfüße. Und somit haben Sie eigentlich alle Möglichkeiten, die Sie benötigen, um Rinnen entsprechend zu montieren. Sichtbare Befestigung von oben ist natürlich immer das Einfachste. Das heißt, schraube ich von oben, kann ich die Rinne leicht wieder losschrauben und kann sie von den Fundamenten runternehmen. Aber designtechnisch ist das nicht immer das, was Sie gerne, was Kunden möchten. Und deshalb habe ich es hier mal gemacht mit unserem Systempfosten 18 mm. Ich habe hier die entsprechenden Halter draufgeschraubt. Gleichzeitig natürlich in 4 Meter Stücken als
Unterrinder, wenn es auf Schotter gelegt wird oder auf was Sie auch immer aufbauen wollen, können Sie die natürlich auch nutzen. Die gibt es auch als Halter. So, und somit können Sie jetzt die 100 mm Rinder. Ja, also die Pfosten werden auf die Höhe geschnitten. Ob Sie jetzt dann wieder einen Pfostenschuh nehmen, ob Sie das auf eine Dachbahn, wenn Sie auch eine Dachbahn haben, mit einem Pad von uns machen, ja, keinen Fuß drunter setzen oder den Fuß wieder, wenn Sie eine Platte haben, verankern können, dass die Stabilität noch besser ist. Alles das haben wir in anderen Videos beschrieben, gezeigt. Finden Sie unsere Preisliste, Verarbeitungsanleitung, fragen Sie uns. Sie sind da völlig frei. Sie können wirklich bauen, was Sie wollen. Und hier ist es so, dass diese Rinne einfach draufgelegt wird. Und dann kann ich sie mit einer kleinen Schraube, das muss ja gar nicht überall passieren, von der Seite justieren. Und somit haben Sie keine Schraube der Oberfläche, haben aber trotzdem eine fest verschraubte Rinne. Das können Sie auf der Seite auch machen. Ja, und somit können Sie perfekt diese wieder abheben, wenn Sie mal reingreifen müssen, um irgendwelche Dinge zu entsorgen. Und haben Sie natürlich diese Möglichkeit nicht, weil eine Platte kann man rausnehmen, dann können Sie die Schraube lösen, die Rinne wieder rausnehmen. Haben Sie hier natürlich eine Diele, die Sie nicht wieder rausnehmen können. Dann arbeiten wir ganz einfach mit Klickadapter. So, und selbstverständlich können Sie unsere Rinnen auch aufbauen auf normale Stelzlager. Diese sind wieder höhenjustierbar, Sie kennen das. Der Klickadapter oben drauf, derselbe, den Sie auch für unser Ecofix-System nennen. Und hier können Sie natürlich die Rinnen entsprechend sauber einklicken. So, und somit haben Sie auch hier einen festen Klick und können im Grunde die Rinne nach oben, nach unten justieren. Auch ganz einfache Variante. Je nachdem, alles, was Sie entsprechend eben halt möchten, ob es besonders fest sein soll, ob Sie es auf Stellfüße machen wollen. Sie können es im Grunde genommen, wie ich es Ihnen gerade gezeigt habe, auf einem Metallpfosten machen, wenn es besonders hoch ist, können sogar nach unten verankern. Sie können, wie wir es hier an unseren anderen Systemen gezeigt haben, jede Höhe einstellen. Mit diesen Ausgleichsscheiben können Sie jede, oder Ausgleichsklötze, können Sie jede Höhe einstellen, um im Grunde genommen das an Ihre Belege anzupassen, je nachdem, welchen Untergrund Sie haben, welches Produkt. Sie sind nicht gebunden, ob die Schienen jetzt im Grunde so in Ihre Fassade laufen oder ob die so in Ihre Fassade laufen. Ja, also Sie können autark eigentlich alles an Rinne verarbeiten, was Sie möchten, um entsprechend die Entwässerung zu gewährleisten, die Sie brauchen. Verschraubung von oben, Verschraubung von der Seite oder durch einen Klickadapter. Alles das, was Sie wollen, können wir Ihnen bieten. Also rundum auch wieder ein Sorglospaket für Sie, das unabhängig von der Bausituation Sie, und ich sage nochmal, wir sprechen hier von Direktentwässern, es ist keine nochmalige Kastenrinne entsprechend notwendig, können Sie diese Rinne entsprechend verbauen. So, liebe Kunden, alle unsere Pro-Side-Rinnen haben hier, genauso wie Sie das von den Hanut-Dielen kennen, eine Hanut und können entsprechend natürlich mit Clips von uns oder eben halt auch Clips von Ihrem Hersteller, da muss man dann schauen, ob das von der Höhe her passt, ganz normal mit Ihrer Hanut-Diele entsprechend sehr, sehr gut verarbeitet werden. Ja, das heißt, auch hier gibt es einen entsprechenden Transfer in einem Arbeitsschritt mit der entsprechenden Nut beim gleichen Clip von der Diele, von der Diele hin zur Entwässerungsrinne. Selbstverständlich, wie wir es Ihnen nochmal gezeigt haben, können Sie, wir haben Unterrinnen für alle unsere Rinnen, die Sie natürlich auch in voller Länge einsetzen können. Wenn Sie jetzt sagen, ich möchte eine schnell reversible Rinne haben, um dort den Eingriff zu haben, diese ist dann auch entsprechend gelocht für den Wasserablauf. Aber das ist im Grunde eigentlich nur eine Unterrinne für Justierung. Ja, es sind nicht diese handelsüblichen Kastenrinnen, die irgendwo Wasser hinführen, sondern wir reden immer davon, dass wenn die Rinne eingelegt ist, sie direkt nach unten entwässern, auf dem Boden das Wasser dann durch das entsprechende Gefälle und die Bodenvorbereitung abläuft. Dafür ist diese eingesetzt. Also sie ist im Grunde eigentlich deckungsgleich mit dem Belag, der im Grunde das Wasser nach unten fördert. Sie sehen hier auch, wie einfach es ist, auf ein System durch diese Ausgleichsklötze, das hatte ich Ihnen vorhin gezeigt, mit entsprechenden Schrauben die gewissen Höhen einzustellen. Wie gesagt, ob Sie die Unterrinne dann als Stück nutzen oder ob Sie sie in 2 Meter oder 4 Meter kaufen, spielt dabei keine Rolle. Auch hier sind die Systeme entsprechend wieder befestigt. Und somit auch professionell für die Entwässerung Ihre Rinne systemunabhängig in Top-Qualität mit entsprechenden Lasten für den Transfer auch von Rollstuhl oder Krankenbetten geeignet. Ja, liebe Kunden, genauso wie auch bei unseren anderen Produkten finden Sie natürlich alle aussagefähigen Bilder,
das, was wir im Video gezeigt haben, natürlich auch nochmal bebildert in unserem Produktkatalog, welche Rinnen wir haben, mit welchem Zubehör, die entsprechenden Abflussroster aus Edelstahl, wie wird es aufgebaut. Natürlich kann man mit einer Bodenverlegung, einer Unterrinne arbeiten, aber auf System aufgebaut braucht man das eben halt bei uns nicht. Unabhängig vom Belag und dasselbe natürlich dann auch nochmal auf unserer Internetseite unter Montage als Montageanleitung. Gibt es dazu Fragen? Gibt es irgendwelche Dinge, mit denen Sie nicht klarkommen? Sie wissen, einfach den Button Live-Termin buchen, auf unserer Homepage drücken oder uns eine E-Mail schreiben, uns anrufen. Wir sind für Sie da, wir helfen Ihnen bei Ihrem Projekt, damit Sie den perfekten Wasserabfluss und die perfekte Entwässerungsrinne montieren können.